Sag mal, fällt der rum oder? Gibt's doch nicht. Da hinten ist ein Agi. Ein Flash. Ein Ansaugrohr. Machen hier ein Steinwasserrohr schräg. Nach oben. Setzen hier die Toilette drauf. Und hinsetzen. So, jetzt müssen wir spülen. Kann ich nicht nochmal spülen? Geht das natürlich besser. Aufheben. War da irgendwas? Aber was aufheben? Achso, die Toilette. Und mal ein Stückchen trinken noch. Wow, wow. Habe ich eigentlich den Kleider an? Ja, habe ich. Gut. Cool. So, dann wären wir am grünen Obelisk. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Neos kommt. Ist ja gar nichts los. Ist alles tot, oder was? Ist sehr schön. Der durch den Stein geschissen? Nee, gut. Ja, super. Ah, es regnet. Sehr gut, dass ich eben noch trinken war. Was kackt denn der Agentavis hier? Der hat wohl nicht mehr alle. Stimmpfiff oder was? Habe ich mit dem Grappling Hook vielleicht die Kacke aus seinem Arsch gepult oder was? Keine Ahnung. Oh, und gewittern tut's auch. Fioma. Ist ja natürlich auch nicht schlecht. Oh, ja. Das ist auch nicht schlecht. Kacke. Fioma kann man auch holen, glaube ich. Könnten wir uns eigentlich gerade mitnehmen. Die Wartezeit zu verkürzen, wir können ja jetzt eh nichts machen. Ja, dankeschön. Ach, schön. Ja, das Artefakt ist auch dabei. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Zeit, die hat man nicht. Ja, hier ein Female Sabertooth Level 224. Hier mein Pteranodon, den Chrissy 209, sehr cool. Den Stegosaurus. Und auch noch den Neos, cool. Den hat er auch noch gegeben. Und eben auch das Artefakt, was eben natürlich wichtig ist. Was wir ja brauchen auch. Ist ja quasi
das Hauptkonzept des Spiels. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir das Zeug zuerst heimfliegen sollen. Ich glaube, wir fliegen das Zeug zuerst heim, bevor wir in den Sumpf gehen, weil gerade weil das Artefakt dabei ist. Und ich muss ja auch noch das Artefakt Dingens da lernen jetzt, den Artefakt Sockel oder Wandhalterung, ne? Wie hieß denn das? Trophäenhalterung oder was, glaube ich, irgendwie. Ja, Wandhalterung für Trophäen, genau. Ach, die kostet auch 80 Zement, ey. Ja, okay, dankeschön. Ja gut, die werden wir uns nachher leisten können. Jetzt erstmal weiß ich gar nicht, ob wir so viel haben. Okay, jetzt haben wir hier nochmal ein schönes Vieh. Komm her. Z. Genau. Und du gibst mir jetzt einen Cryopod, bitte. Und ich aktiviere den und mache dich auf neutral. Da haben wir auch gerade eine Kackmaschine zu Hause. Ganz wichtig. Und dann bringen wir das Zeug jetzt einfach nach Hause erstmal. Also gucken, welche Richtung ich fliege. Ja, genau. Ist ja nicht so weit weg. Und können dann nachher tatsächlich, wenn das klappt mit dem Sumpf, so wie ich mir das vorstelle, wenn wir das hinbekommen, es ist natürlich immer ein bisschen dangerous, der Sumpf, aber wenn das so klappt, dann haben wir nachher auf jeden Fall unsere Metallbase. Am Ende der Session oder Anfang der nächsten Session. Muss natürlich noch gucken, dass ich irgendwie die Blaze... Oh, ein besonderer Metallstein, der mehr abwirft. Aber jetzt, glaube ich, müsste es so langsam zu Ende sein mit ihm. Ja, das war's. Mehr können wir nicht mitholen. So, da ist nochmal ein Para. Den bräuchten wir eben auch noch. So eine Alarmanlage, weil die kann man ja so einstellen, dass sie Feinde spotten. Entweder menschliche Spieler oder gezähmte Kreaturen oder wilde Kreaturen oder eben alles. Was uns natürlich interessiert, sind gezähmte Kreaturen und gezähmte Spieler. Und dann meldet das Vieh sich. Dann fliegen wir da rüber. Da oben ist der Spot. Jetzt vielleicht noch gerade mal gucken, was dieser Agi hier drauf hat. Ob der vielleicht was kann. Nein, noch nicht. Dann lassen wir es erstmal mit dem Agi. Stroh drin. Hey. Ich glaube, der Archie hatte doch noch Kacke im Inventar, oder? Ja klar, mache ich gleich. So Leute, jetzt sind wir aber fein raus, jetzt haben wir das alles, jetzt haben sie ihren Petri zurück und jetzt können wir einfach unser Ding durchziehen. Das hat uns zwar jetzt fast die halbe Session gekostet, also alles was bisher war, aber dafür haben wir haufenweise Metall schon gefarmt in der Zeit. Noch ein Kano gezähmt, also ganz unnötig war die Zeit jetzt nicht, aber er hat jetzt halt trotzdem Zeit gekostet, aber jetzt sind wir fein raus, jetzt brauchen wir eigentlich nichts mehr für andere zu machen. Jetzt können wir uns rein konzentrieren auf unseren Plan und jetzt kann es eben richtig losgehen. Was ist denn hier unten los? So, und das heißt, wir gehen jetzt straight in den Sumpf, blazen dort den Schlafsack, falls noch was passiert, dass wir wieder direkt dort sind und farmen Zement. Dass ich vielleicht auch noch diese Session hier anfangen kann, die Base zu bauen. Das ist das Ziel. Und ja, das will ich eigentlich auch umsetzen. Gucken, wie weit wir kommen. Wir bauen dann ja auch nochmal neue Forges. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Level. Dann sollten wir eigentlich 80 sein, oder? Nein, noch zwei Level brauchen wir. Dass wir eben auch diese Forges basteln können, weil ich glaube, die kommt mit Level 80. Forge und Rex würde man natürlich nicht stehen lassen, wenn er gut wäre. Aber der ist nicht gut. So. Wir haben... ja. Jede Menge Schrott, den wir jetzt erstmal gar nicht hier brauchen. Seide habe ich noch ein bisschen gefarmt. Ich habe eben noch ein paar Blümchen weggemacht. So. Ja, die Kiste, die brauche ich auch nicht. Da wollte ich eigentlich hier einen Petri reinmachen. Falls niemand da ist oder so. Aber das hat dann doch geklappt. Gut. Hier kriegst du noch einen Cryopod. Okay.
Dann gucken wir mal, was wir auch aus dem Sumpf alles mitnehmen können. Also ich denke, ein, zwei Frösche werden wir noch mitholen, weil schon alleine die Unterstützung im Sumpf dann sau stark ist, wenn die Frösche mit im Sumpf drin sind. Vielleicht kriegen wir auch noch den einen oder anderen Biberdamm. Womit wir dann gleich Zement hätten, ohne dass wir es noch mit einem Frosch farmen müssen. Oh, was haben wir denn hier? Ah! Oh, eine Blend Z. Das wäre natürlich auch interessant. Aber da, ich glaube, wir müssen da normalerweise mit so einem Leuchttier aus Apparition daneben stehen, damit das Ding dann rauszieht und den Samen droppt. Das ist nämlich eine Heal-Pflanze. Die hielt dann die Dinos ein bisschen im Umkreis. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. So, holen wir uns mal den Pilz hier mit auf, was immer der ist. Ich würde den gerne einfach mal mitholen. Erstmal gucken. Aha. Dilo. Dilos könnten wir uns übrigens auch zähmen. Die wären eine Barrikade, eine schießende Barrikade, die man irgendwie an die Base stellen kann als zweite Verteidigungslinie oder erste Verteidigungslinie. Oh, verdammt. Was ist denn hier schon gleich wieder los? Sumpf. Willkommen im Sumpf. Obwohl die Säbelzahntiger hier eigentlich nicht hingehören. Aber jetzt egal, wir machen die jetzt weg. Wir brauchen noch ein paar Level. Auch unser Charakter braucht noch ein paar Level. Und der Archie sollte das schaffen. Mittlerweile. Jawohl. Da ist er auch schon wieder ein Level up. Bräuchten wir noch ein Level up? Skorpion kommt auch noch. Skorpion kommt auch noch in den Ring. Wunderschön. Ich liebe es hier. Einfach absolut lebensfeindliches Gebiet. Boah, Alter, was sind das hier überhaupt für ein Dilo? Der frisst ja. Bloß nicht den Dimorphodon treffen. Und dem hätte ich auch gerne so eine kleine Armee. Ich hoffe, ich habe den nicht getroffen. Ich glaube nicht, oder? Ah, jetzt mal nichts machen. Weil der Dimorphodon, wenn der uns angreift, der greift uns direkt an, nicht den Dinosaurier. Er soll aber jetzt mal die Biege machen da oben, ey. Der nervt mich nämlich gerade. So, okay. Und das ist natürlich auch geil. Wenn man den auf einen Reiter gepfiffen bekommt, sind die natürlich richtig... Oh, natürlich, das Gift gibt's hier. Zum Betäuben. Oh, sehr schön. Und ein Aquatikpilz. Aha, aha, aha. So, gibt's also das Zeug hier. Sehr gut zu wissen. Natürliches Gift ist natürlich nice. Dann können wir nämlich Betäubungszeug komplett für Munition verwenden und das natürliche Gift dann für andere Dinge. Um Dinos gezähmt zu halten. Da hinten ist ein Sarko und eine Schlange, oder? Ich habe doch eine Schlange gesehen, ja, genau. Ich brauche einen Frosch. Und da müssen wir hier im Sumpf irgendwas töten. Haben wir irgendwo hier einen Safe-Spot. Das hier sieht relativ safe aus, ne? Aber ich bräuchte eigentlich was, von dem ich auch loslaufen kann. Also quasi eher hier irgendwo. Falls dann was schief geht. Um den Schlafsack zu blazen. Oder da oben. Obwohl, da müssen wir erstmal runterkommen. Aber doch, das ist eine Ecke, die gefällt mir. Von hier aus können wir unsere Operation starten. Operation Zement. Zement in der... So, machen wir das hier. Ich weiß nicht, ob wir den Vogel gleich hier lassen sollen und nur mit dem Frosch raus. Aber allerdings auf neutral, wenn dann. Also das ist eigentlich blöd. Das ist mal auch zu gefährlich. Komm, nee, wir fliegen mit dem Vogel ein bisschen hier rum und gucken erstmal, was wir hier haben. Hier hätten wir zum Beispiel auch ein interessantes Objekt. Ja, aber nicht in dem Level, weil die eben auch sehr gute Tanks sind. Und Plattformsattel kannst du drauf bauen. Das ist natürlich schon nice. So, ich sehe hier weit und breit wieder keinen Frosch. Das ist ja wieder das gleiche Spiel. Blend X bräuchte ich halb auch noch. Da ist ein Frosch. Mir ist egal, wie froschig du bist. Komm her. Hier ist eine andere Blend. Da hinten ist Blend X. Froschi, was sagst du? Was sagen deine Vitalwerte? Wenn dich Asako? Hä? Ah, wo ist denn der Frosch jetzt hin? Soll wieder tauchen? Ne, da hinten schampt er. Nein, männlicher Sarko, nicht menschlicher Sarko. Da ist er. Hier ist ein Buffo. 8,85. Das ist doch schon mal nice. Dann anfangen. Schlange.
Caposuchus? Irgendwas? Frosch. Hi. Ja, bloß nicht einschlafst. Nein! Weggeblieben. Agi. Das ist mein Frosch. Jawohl. Da liegt da. Ich pack mal die Stimpacks jetzt hier rein. Die Axt brauchen wir hier nicht. Können wir das Fernglas noch hier mal hinmachen. Dass wir ja im Notfall auch Stimberry Heilung machen können. So, für den Frosch benutze ich jetzt aber hier einfach nur den Schenkel hier. Und gib mal noch ein bisschen Fleisch, dass er noch was hat. Okay, dann blazen wir unseren Frosch hier. Der ist ja auch nur 82, da ist der da hier schon höher, wenn er gespawnt wird. So, du bleibst mal neutral. Bleibst mal hier. Ich gehe mal ein bisschen weiter rein und gucke mal, was so Sache ist hier. Da hätten wir schon mal eine Schlange. Die killen wir gleich. Ein paar Blend X-Samen vorher holen. Ja. Nein! So war das jetzt nicht gedacht. Mann, oh Mann. Haha, drüber gesprungen. Bitch. Blöd, der Frosch torpend. Der geht auch schnell hoch, weil der ist nicht so hoch, der Frosch. Und die Schlange hier, die scheint ein bisschen Action zu machen. F. Gib mal Markerball hier. Nein. Ah, leck. Ja, ich brauche Wasser, ist klar. Wo ist denn die Schlange? Ah, da. Steckt sie fest, das ist gut. Frosch Torpor baut sich, glaube ich, ab, ne? Oder ne, er baut sich auf. Warte mal, wer... Alter, wo ist denn jetzt? Ah, hier oben. Frosch hat auch gar nichts drin. So, hoffentlich kommen jetzt ein paar Mücken gleich. Ne, hier kommen noch keine Mücken, ne? Auf jeden Fall fressen wir mal ein bisschen was von der Schlange. Normalerweise sollten jetzt Mücken kommen, aber ist gerade nicht der Fall. So, mal ein Schlückchen getrunken. Also hier sind keine Mücken im Umkreis gerade. Das ist schlecht. Können wir den Frosch mal noch ein bisschen leben. Wir müssen irgendwo hin, wo es Mücken gibt. Der andere Frosch steht auch schon, dann gehen wir mit dem weiter, denke ich. Obwohl der hier sehr stark auf Gewicht gelevelt ist, ne? Aber das ist ja eigentlich egal. Ja, der trägt schon ein bisschen was. Aber das bringt mal halt auch nichts, wenn der trägt und trägt. Jetzt zwei bleibt hier mal neutral. Und dich hole ich mit. Vielleicht finden wir noch einen anderen Frosch. Ja gut, der ist ja eben gar nichts gewichtmäßig, ne? Der packt mich nicht. Schafft mich nicht. Scheiße. Was habe ich denn noch dabei? Kann ich noch was ablegen? Eigentlich eher nicht, ne? Na doch, die ganzen Obstdinger hier. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Bis er mal gelevelt ist. Jawohl, jetzt packt er mich gerade so. Das ist gut. Können wir ihn nämlich ein bisschen leveln. So, mal gucken auf der Map, wo ich da losgestartet bin, da hinten in der Ecke, okay. Dann gucken wir uns auch mal im Sumpf um, ob wir hier ein paar Mücken finden. Das sollte hoffentlich jetzt irgendwie dann auch erfolgreich werden. Leveln auf jeden Fall. Wunder, dass hier nirgends Mücken kommen. Hier nochmal auf Gewicht auf jeden Fall erstmal hoch. Lalalala, Mücken. Warum sind hier keine Mücken, Mann? Ist doch der Sumpf. Oh, ein Explorer-Note. Die holen wir uns aber gerade mit. Dann können
können wir den Frosch noch ein bisschen leveln. Oh, Errungenschaft, erfahrener Entdecker. Nice. Oh, naja, Kaprosuchus. Er hat mich aber nicht angesprungen, komischerweise jetzt hat er es gemacht. Hab nur darauf gewartet, dass er es macht. Wir müssen hier aber irgendwo eine Ecke entdecken, wo es einfach Mücken gibt. Weil ansonsten bringt das hier alles nichts. Bin ich gerade ein bisschen nicht gehypt. Hä, was ist denn jetzt los? Warum das... Da hinten ist das Sumpfcave. Das könnte natürlich funktionieren, aber ich weiß nicht, ob der Frosch hier gut genug dafür ist. Alter, was ist denn jetzt? Guck mal. Allerdings hat er jetzt schon wieder 3 Level. Ist das der Cave-Eingang? Meine Ausdauer. Irgendwie ist der Dino hier unsterblich. Glaube ich, Master-Dino. Denn? Der läuft schon weg. Der ist gleich betäubt, eher als dass er stirbt. Der ist betäubt! Lol. Er säuft jetzt ab hier. Kann ich den ziehen? Okay. Nee, dann kann ich nicht den Körper ziehen, ne? Dann stirbt er eben. Aber komm, dann holt der Frosch sich die EP. Die brauchen wir nämlich. Ja, sehr gut. Immer noch 2 auf Leben, 1 auf Angriff und noch 1 auf Gewicht. Mal, war das hier ein Cave-Eingang? Das hat so ausgesehen, ne? Das ist es aber nicht, oder? Nee. Das Piranha. Na gut. Dann habe ich keine Ahnung. Alter, schon wieder so ein Drecksvieh. Nein, jetzt habe ich die Lanze weggepackt. Boah, scheiße, Alter. Jetzt treffen mich natürlich auch noch die ganzen blöden Piranhas. Ey, Frosch, komm her. Komm. Komm. Auf ihn. Hierher. Wo ist er denn jetzt? Alter, wo ist denn der Frosch? Ah, ne, das ist nicht meiner. Wo ist denn der? Ah, da. Oh, Mann, Trottel. Der hat auch schon ganz schön Damage gerade kassiert. Von den Piranhas ist nämlich nicht zu spaßen damit. Raptor-Knochenkostüm? Warum das? Ach so, das habe ich für den Erfolg bekommen. Für die Trophy. Sarko, hau ab, ey. Ich suche jetzt einfach nach Fliegen. Vorher, wo waren denn die ganzen Fliegen? Die müssten doch eigentlich im Sumpf sein. Das gibt's noch gar nicht. Ist aber keine einzige Mega-Neura. Wenn nicht, müssen wir mal zu der Cave fliegen, die wir entdeckt haben, um dort reinzuschnuppern kurz. Eine Schlange höre ich. Weil hier scheint es ein bisschen wenig Mücken zu geben. Gar keine eigentlich. Was mich ein bisschen verwundert, weil das hier ist der Sumpf. Oh, Baryonyx, nein, Alter. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein, im Wasser erwischt hat er mich. Das ist nicht gut. Wie lange bin ich denn hier gestunt, Mann? Weg. Nein. Ich krieg den Frosch nicht mehr, oder? Doch. Weg. Alter. Bastard. Boah. Ja, der kann halt im Wasser stunnen, der Baryonyx. Das ist halt nicht so nice für uns. Es war übelst knapp. Puh.
Oh, an dieser Stelle mache ich auch mal die Aufnahme aus. Ich glaube, hier oben bin ich gerade nicht sicher. Ich wollte eigentlich nämlich noch die Aufnahme mal ausmachen und neu starten, dass die Clips nicht so lang werden. Doch, komm, das mache ich mal schnell.